Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdoms of Amalur. Ich hoffe, dass heute alles so funktioniert, wie ich mir das vorgenommen habe. Und hier ist der Banditenanführer. Obwohl die Straßen außerhalb Aitens schon immer von Banditen heimgesucht wurden, werden deren Angriffe von Tag zu Tag heftiger. Ihr Anführer, Castor, wird immer kühner. Fynwic Ivor bezahlt dafür, dass er zur Strecke gebracht wird. Nehmen wir doch gerne mit. Was haben wir da eigentlich noch? Ach, der Brunnen. Natürlich, wie konnte ich den nur übersehen? Gut. Dann können wir jetzt einmal nachschauen. Das ist eine simple Miliz. Das ist das Überhaus. Ist hier jemand drinnen? Nein, hier sind nur Gegenstände drinnen, die wir uns gerne einmal mitnehmen können. Was haben wir da? Ah, das kann man behalten. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ja, was haben wir da in dem Bücherregal? Das Abenteuer 5. Ja, gut. Kann man mal einpacken. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Abenteuer 5 schon haben. Das können wir ja bei uns zu Hause in die Kiste reinlegen. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir beim Schmied. Und dort ist auch schon der Herr Schmied. Und wie es aussieht... Nein, das mache ich nicht. Das ist zu wenig Chance. Und wie es aussieht, führt uns auch... die Quest von unserem guten Freund Rathofer zu ihm. Aha, die Rechnung von der guten Frau, die wahrscheinlich zu einer Quest gehört, da das jetzt schon die dritte ist. Wenn der Typ so gut auf seine Truhe aufpasst, da hat das auch nicht... Hey, kluger Schachzug, der Herr, kluger Schachzug. Wenn auch nicht klug genug für uns. Wenn auch nicht klug genug. Was haben wir hier drin? Keinen edlen Eichenholzlangbogen, den wollen wir uns natürlich auch noch mitnehmen. So, nee, noch nicht. Selbst wenn 3% schon sehr gering sind, bei meinem Glück würden wir erwischt werden. Was hat er denn so dabei? Eine Rechnung. Toll. Die wollte ich schon immer mal haben. Die nehme ich mir mit und das. Den Rest kann er behalten. Und jetzt gehen wir mal in die Schmiede. Können unsere doofen Sachen zerlegen. Zum Beispiel dieses Meisterszepter. Wenn ich wüsste, wo wir dieses tolle Zepter gerade her hatten, tja. Jetzt ist es zerlegt. So, mal hier so. Ganz tolle Sachen. Ah, sieht gut aus. Beutel mit Rathofer. Nein. Nein. Ich hoffe, ich habe das letzte Ding jetzt nicht zerlegt. Hallo, Brandraum. Willkommen im dröhnenden Hammer. Man sieht dieser Tage nicht besonders viele neue Gesichter in Aiten. Meine Schmiede ist geöffnet. Und wenn ihr etwas lernen wollt, kann ich euch auch damit dienen. Ich habe etwas zu verkaufen. Das stammt von Rathofer, nicht wahr? Ja. Ich erkenne die Arbeit wieder. Sie stammt von meinem Vater. Sie sind ziemlich mitgenommen und mir fehlt leider die Zeit, sie jetzt zu bearbeiten. Aber ich nehme sie euch gerne ab. Hier, bitte sehr. Die Dolche? Nee, das Silber. Na gut. Über euch kann ich nichts erfahren, aber was macht ihr denn hier in Aiten? Bevor Talarane in Trümmern lag, waren es die Felder und Bewohner von Aiten, die die zahlreichen Zitadellen dort versorgten. Aber der Krieg hat uns hart getroffen. Banditen suchen die Straßen heim und selbst der Rondhof ist niedergebrannt. Ja, bei dem Hof waren wir schon. Aber ansonsten ist die Heide gar nicht mal so hässlich, muss ich sagen. Es ist eine ziemlich ruhige Gegend, die vor allem aus Ackerland besteht. Aber mit dem Rondhof und den freien Männern haben auch wir unsere Probleme. Da ihr die freien Männer soeben erwähntet. Sie treiben sich in der Heide herum, also seid vorsichtig, wenn ihr dort draußen unterwegs seid. Diese freien Männer schleichen sich gerne an Wanderer an. Ich bin immer vorsichtig, lebt wohl. Die Schmiede steht euch stets zur Verfügung. Das will ich auch meinen. Rathofers Tuch, ich hoffe, das haben wir jetzt nicht aus Versehen zerlegt.
ist das... Ach ja, das ist die Nell, alles klar. Willkommen in Aiten. Ja, guten Tag. Gasthof zur goldenen irgendwas? Hm? Was ist denn? Nichts, alles gut. Ich möchte mich erstmal umschauen. Das können Sie behalten. Die breche ich auf. Das können Sie auch behalten. Was haben... Okay, das ist oben. Hallo. Hallo. Das ist auch oben. Fünf über. Was ist denn? Das ist wahrscheinlich hundertprozentig der vom Überhaus. Sonst wäre es ein bisschen sinnlos. Säurelösung. Könnte zur Entfernung von Rost benutzt werden. War das... Naja, ich hinterfrag's nicht. Bauernschuhe? Warum ist das Ding gerade zugegangen? Okay, das können sie alles behalten. Hallöchen. Was ist denn? Hallöchen, Fünwig. Seid ihr neu in Aiten? Ja. Ich bin in diesem Dorf das Gesetz. Aha. Warte in Frieden. Mach ich. Und ihr seid uns herzlich willkommen. Falls nicht, solltet ihr euch lieber wieder auf den Weg machen. Nein, ich warte. Wenn ihr Handel treiben möchtet, solltet ihr unseren Schmied Banraun oder Askel aufsuchen. Bei ihm findet ihr alles, was mit Alchemie zu tun hat. Außerdem gibt es im Gasthof noch einen Gemischtwarenhändler. Unseren Schmied Banraun oder Askel, wenn man da jetzt nicht so ganz zuhören würde, könnte man auch denken, der Schmied heißt Banraun oder Askel und man kann bei dem Schmied finden, was alles mit Alchemie zu tun hat, ne? Ich verstehe das jetzt nicht falsch, oder? Ich habe übrigens was zu verkaufen. Ja? Gut, lass mal sehen, was ihr da habt. Sie sind ziemlich mitgenommen, aber irgendetwas ist an diesen Dolchen dran. Ich bin bereit, mich für Sie von ein paar Münzen zu trennen. Hier bitte. Dankeschön. Übrigens komme ich wegen der Belohnung. Oh, tatsächlich! Endlich reagiert mal jemand auf meinen Aushang. Nun habt ihr etwas, das ihr abliefern möchtet? Hab ich denn schon? Nein, noch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr nur reden würdet, aber da ihr ziemlich fähig zu sein scheint, gebe ich euch noch einen besonderen Anreiz. Ich bezahle euch für jedes Armband, das ich von euch erhalte. Wenn ihr mir jedoch eine Handvoll davon bringt und mir damit beweist, dass ihr bei diesen Bastarden Eindruck hinterlasst, erwartet euch auch eine entsprechende Belohnung. Yay! Also, was sagt ihr denn zu Aiten? Es wird immer schwieriger, das Dorf zu beschützen. Wir werden mit jeder Jahreszeit schwächer und die freien Männer wissen das. Ich tue, was ich kann, aber wir verlieren weiter an Boden. Vor kurzem ist der Rondhof niedergebrannt, aber es ist zu gefährlich, der Sache auf den Grund zu gehen. Was ist mit der Heide? Vor dem Krieg war sie friedliches Ackerland. Nun jedoch beheimatet dieser aufgewühlte Boden nicht mehr nur Aiten, sondern auch diese blutrünstigen freien Männer. Wer seid ihr eigentlich? Ich bin in diesem Dorf das Gesetz. Aiten brauchte Schutz und kein anderer war bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Also habe ich es auf mich genommen, für die Sicherheit von Aiten zu sorgen. Irgendjemand musste es ja tun. Alles klar. Bewahrt den Frieden. Immer. So, ich hoffe, das Tuch habe ich jetzt noch nicht zerlegt. Das wäre ein bisschen doof, wenn doch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hallo, Mr. Händlermann. Einen schönen Tag noch. Gordon Lot. Ja, hey Beckett. Im Gasthof zur Goldenen Ebene findet ihr ein Bett, falls ihr Ruhe sucht. Ach nee. Einen Humpen, falls ihr durstig seid. Und ein Feuer, an dem ihr euch wärmen könnt. Ich würde erstmal gerne gucken, was du so hast. Du hast ganz tolle Sachen, das sehe ich dir schon an. Aber ich kann dir auch einiges bieten, wie die Bastion oder die Haiflossen oder das Robuste. Was macht das eigentlich? Ganz tolle Sachen, wow. Oder das Robuste Amulett. Was kann ich dir noch so anbieten? Was ich so Tolles dabei habe. Ja. Hier hätte ich... Ach, ich weiß doch nicht. Was kann ich dem Typen mal geben? Was wir nicht mehr brauchen? Wie viele Materialien wir einfach haben? Säurelösung. Wofür brauchen wir die Säurelösung? Aber die Knochen können auf jeden Fall weg. So. Keine Ahnung. Erzählt mir doch mal von Aiten. Das Angebot im Dorf ist äußerst begrenzt. Neben dem Gasthof gibt es noch Banraun mit seiner Schmiede und Askel mit seinem Alchemieladen.
Aiten hat als Handelsposten zwischen Dalentart und Rathir begonnen. Eine Weile lang haben wir sogar Gewinne gemacht, bis der Krieg kam. Jetzt kommen nur noch wenige hierher und niemand bleibt. Schade, ich hätte gern ein Bett. In Ordnung, Fremde. Bezahlt wird im Vorhinein für die Nacht. Das Bett findet ihr im hinteren Teil des Gasthofs. Einfach damit wir das Bett haben. So, erzählt mir von der Heide. Hier gibt es nur ein paar ausgebrannte Höfe und diesen Handelsposten. Es ist ganz anders als Talarane, östlich von hier. Aber wir haben auch unsere Probleme, wie beispielsweise den Rondhof oder die freien Männer. Und selbst Ratufer macht uns Schwierigkeiten. Was ist denn eigentlich dieses Talarane nochmal genau? Es ist eine Ödnis. Nichts als Monster und Ruinen. Ach krass, gibt's ja nicht. Und was ist auf dem Rondhof passiert? Wir waren zwar schon da und wissen alles, aber was ist denn da passiert? Habt ihr von ihren Schwierigkeiten gehört? Ja. Jeden Tag, den sie krank sind, müssen die Truppen ohne das benötigte Getreide auskommen. Ihre Vorräte können nicht ewig reichen. Nun, was ist jetzt mit diesem Bett kaufen? Ihr habt das Zimmer bereits für eine Nacht gemietet. Ach ja, wusste ich doch. Wir haben immer geöffnet. Das finde ich schön. Hallöchen, Veniret Soll oder auch Beckett, das kann man sich ja aussuchen bei der Stimme. Veniret Soll von den Reisenden zu euren Diensten. Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich zuletzt jemanden durch Aiten kommen sah. Kate Beckett, Revier 12. Könnt ihr mir nicht irgendwas über euch erzählen? Na gut, dann erzählt mir über die Reisenden. Die Reisenden sind gute Händler und noch bessere Schatzsucher. Wenn es irgendwo Gold gibt, spürt ein Reisender es auf. Klingt gut. Wir sind ja auch schon werdender Reisender. Wart ihr schon mal in Talarane? Die meisten würden wohl sagen, es sei eine von Monstern überrannte Ödnis. Wenn man jedoch in der Lage ist, mit diesen Bestien fertig zu werden, lassen sich dort etliche Schätze finden. Und in der Heide auch? Hier in der Einöde passiert nur wenig. Und manche Leute mögen es so, schätze ich. Das einzig echte Problem sind diese verdammten freien Männer, die die Straßen unsicher machen. Sie bringen die Diebe in Verruf. Ja, die Diebe sind eigentlich ganz nette Leute. Die klauen nie was. Und warum seid ihr hier in Aiten? Ich selbst stamme nicht von hier. Ich weiß nur, dass es einen Gasthof gibt und dass das Dorf nicht weit von Talarane entfernt liegt. Und das ist gut für mich. Ich komme vor allem hierher, um mich zwischen meinen Erkundungen zu erholen und meine Fundstücke zu verkaufen. Ah ja, na gut, lebt wohl. Kommt mal wieder vorbei. Ja, mal schauen. Das ist über. Was ist denn? Hallo, Kellis Ken, Schicksalsweber von Beruf. Endlich jemand, der nicht so aussieht, als würde er bei jeder kleinen Brise gleich umkippen. Mein Name ist Kellis Ken und nein, ich stamme nicht aus der Gegend von Aiten. Wollt ihr ein wenig Zeit totschlagen? Ich habe einen Becher und Würfel. Wie wär's, wenn wir um etwas Geld spielen? Ich könnte euch aber auch die Karten lesen. Das klingt beides toll. Ich würde aber gerne noch etwas über euch erfahren. Ich bin ein Spieler, Fremde. Wann immer ihr die Würfel rollen lassen wollt, bin ich bereit, etwas Geld zu setzen. Das klingt ja toll. Was hat euch denn hier zur Heide verschlagen? Es wird immer schwieriger, ein friedliches Plätzchen in den Ebenen zu finden. Aber Aiten hat mir nie viel Grund zur Sorge geboten. Wo auch immer man in Irathel hinsieht, findet man Unruhen und Chaos. Die Heide jedoch, nun ja, sie sieht ihrem Schicksal in aller Ruhe entgegen. Und wie gefällt euch Aiten? Es ist ein ruhiges, kleines Dorf mit nicht viel mehr als ein paar Geschäftsleuten. Das Aufregendste, was die Dorfbewohner je zu Gesicht bekommen, ist das unbekannte Gesicht eines Durchreisenden. Tja, ich möchte übrigens gerne spielen. Sehr schön. Ich würde sagen, jeder von uns setzt eine kleine Geldbörse, um es interessanter zu machen. Es gibt 2 Spielvarianten. Höchster Wurf, wer am höchsten würfelt, gewinnt. Oder Bereichswurf. Da tippt ihr auf einen Zahlenbereich, in dem euer Wurf liegen wird. Also, was darf's denn sein? Ich hätte gerne höchster Wurf. Na schön, dann lasst uns würfeln. Nun ja, ich schätze, ich habe wohl nicht gewonnen. Wollt ihr nochmal würfeln? Nee, ich möchte mein Glück nicht überstrapazieren. Nun, wenn ihr eure Meinung ändert, findet ihr mich hier. Ja, das weiß ich. Dann vielleicht ein andermal. Ja, möglicherweise. Auf Wiedersehen. So, und jetzt bleibt uns nur noch dort der Alchemist übrig. Und dem können wir vielleicht noch das Tuch verkaufen, solange wir es noch haben. Ich hoffe, wir haben es noch. Erstmal untersuchen alles hier, ein Gemschleifaltar. Da können
können wir mal eigentlich mal, ne, wenn wir schon mal hier sind, herstellen, Scherben aufwerten, ne? Also. Wenn man schon mal da ist. Da kann man das mal machen. Trüb, trüb. Noch drei und dann noch drei und dann nur noch die funkelnden. Hier haben wir noch funkelnde, da haben wir nochmal zwei, nochmal zwei und nochmal zwei und noch den einen. Jo, was haben wir denn da so Tolles? Sehr leicht aufschließen, bisschen stehlen, den nehmen wir mit, den können wir zerlegen. Sonst so, das ist wahrscheinlich oben. Dann ist das das Bücherregal? Eine Kundin? Ja, möglicherweise. Über das Huhn, das kennen wir schon. Das brauchen wir nicht. Guten Tag, Reisende. Guten Tag. Was habt ihr denn hier so Feines? Ich hätte gern den Beinpanzer, aber ihr guckt mich so komisch vorwurfsvoll an, dass ich mich nicht traue, da was zu stehlen. Aber vielleicht kann ich euch ja von hinten anreden und dann guckt ihr in die andere Richtung. Hallo, Sigratorin. Wenn ihr handeln wollt, solltet ihr mit Askel reden. Nach meinem letzten Fehler darf ich nicht mal mehr die Bücher führen. Ich will ihm ja helfen, aber er lässt mich einfach nicht in die Nähe seiner Hauptbücher. Kann ich denn irgendwie helfen? Nun, wenn ihr meinen Fehler ungeschehen machen könntet, würde mich Askel vielleicht wieder mithelfen lassen. Ich habe kürzlich ein paar Rechnungen verschickt. Allerdings habe ich einen kleinen Rechenfehler gemacht, der uns einiges kosten könnte. Bislang scheint es noch keinem der Kunden aufgefallen zu sein. Könntet ihr diese Rechnungen deshalb vielleicht wieder einsammeln? Möglichst diskret? Ja, gut, ich besorge sie euch. Oh, vielen Dank. Es gibt insgesamt 5 Rechnungen. 4 gingen an die Dorfbewohner. Die letzte wurde mit einem reisenden Händler zur Festung der Kriegsgeweihten geschickt, nach Helmgard. Natürlich. Bringt sie mir, sobald ihr alle habt. Oh, und erzählt Askel nichts davon. Keine Sorge, erzählt mir doch mal von eurem Mann. Askel ist der Besitzer des Ladens und mein Gatte. Ihr solltet mit ihm sprechen, wenn ihr etwas kaufen möchtet. Alles klar. Und wo finde ich die Rechnungen eigentlich nochmal? 4 von ihnen wurden an Dorfbewohner übergeben. Die letzte ging an die Helmgard-Feste, den Stützpunkt der Kriegsgeweihten. Also habe ich sie einem reisenden Händler mitgegeben. Alles klar, okay. Wie gefällt euch denn die Heide? Wenn man nach Aufregung sucht, ist die Heide nicht das Richtige. Zumindest war sie es nicht, bevor uns der Krieg diese freien Männer auf den Hals gehetzt hat. Sind die wohl so eine bisschen kleine Plage, ja? Sie sind Banditen und Diebe, die in der Heide gesehen wurden. Sie werden keine Sekunde zögern, euch für jegliche Wertgegenstände umzubringen. Das hört sich ja nicht so toll an. Aber abgesehen davon, wir haben schon einige von denen umgebracht, also ist das Sinn nicht ganz so stark. Schon mal überlegt, nach Talarane zu gehen? Es ist die Ödnis südöstlich von hier. Vor langer Zeit war es eine prachtvolle Zitadelle unter der Herrschaft der Familie Aster. Jetzt ist es nur noch eine Ruine. Ich frag mich. Ihr werdet dort sowohl auf Monstren als auch auf uralte Schätze stoßen. Uralte Schätze klingt gut. Ich wollte gerade sagen, ich frag mich... Es war schön, sich mit euch zu unterhalten. Ich frag mich, warum sie da nicht hingeht, wollte ich gerade fragen. Aber wenn es da nur Ruinen gibt, na, würde ich da wahrscheinlich auch nicht als Händler hingehen wollen. Es hat übrigens geklappt. Sie hat sich umgedreht. Ach ja, manchmal muss man sich einfach solchen kleinen Tricks bedienen. Gerade bei statischen NPCs. Na, noch nicht ganz. Jetzt aber. So, den Beinpanzer nehmen wir mit. Nix geht ohne Beinpanzer. Hey, Askel. Einen Moment lang dachte ich, diese verfluchten freien Männer wollten mich ausrauben. Willkommen. Ich biete sowohl alchemistische Gegenstände an, als auch Unterricht in der Kunst der Trankherstellung, falls ihr daran interessiert seid. Ich würde gerne etwas einkaufen. Habt ihr denn irgendwas ganz Tolles für uns? Nö. Warte, was wollt... Ach ja, Entschuldigung. Alles klar, ich habe übrigens was zu verkaufen. Ich bin Alchemist und handle nicht mit lächerlichen Spielereien und Abfall. Moment mal. Dieses Tuch, das ist Webarbeit aus Kanarok. Super. Perfekt geeignet für die Alchemie. Sag ich doch. Da war ich wohl etwas zu voreilig. Hier habt ihr das Geld dafür. Ich kaufe es euch augenblicklich ab.
Yay! Erzählt mir von eurer Frau. Meine Frau und Assistentin, sie hilft mir, den Laden zu führen. Allerdings schafft sie manchmal mehr Probleme, als sie löst. Okay, wie geht es euch denn hier in der Heide? Es ist ruhig hier und das genieße ich. Aber die Tage vergehen und die Reisenden werden immer seltener. Also wird es auch immer schwieriger, sich hier draußen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Na, die Reisenden klauen eh, aber das ist ja egal. Werde doch ein freier Mann. Schläger und Banditen. Sie sind über die gesamte Heide verteilt. Es ist gefährlich, außerhalb des Dorfes umherzuwandern. Na gut, dann werdet kein freier Mann, bleibt halt in Eiten. Ohne den mageren Handelsverkehr zwischen Rathir und Dalentart würde es vermutlich überhaupt nicht mehr existieren. Seit dem Krieg ist es schlimmer geworden. In wenigen Jahrzehnten sind wir vielleicht wie Talarane vollkommen zugrunde gerichtet. Hast du immer noch wenige Jahrzehnte Zeit? Leb wohl. Also gut. Also gut, Quest gemeistert, Ausverkauf. Das lese ich doch immer gerne. So, was haben wir denn jetzt noch hier so? Rechnungswesen. Eine Rechnung fehlt uns noch. Natürlich wird es die sein. Ja, nach Helmgard. Natürlich, wo auch sonst. Jo, was haben wir denn noch so für Quests? Castors Zorn, Castor Rothand. Wo ist der? Castor. Da ist Castor. Gut, da gehen wir auch noch nicht hin. Das ist alles in Talarane. Warum sind die alle in Talarane? Quest. Das Einzige, was wir machen könnten, ist Kranald. Gut, Kranald. Arlette und Denerit Rond vom Rondhof haben mich gebeten, Sieb von dem Wahnsinn zu befreien, der sie befallen hat. Sie glauben, dass ein Magier namens Jennica dafür verantwortlich ist, der flussaufwärts in einer Feinhöhle von Kranald Experimente durchführt. Ich muss versuchen, Jennica in der Höhle aufzuspüren. Ich würde sagen, der Aufgabe nehmen wir uns jetzt an, gehen über die Bettrollen und den Haufen und den Felshaufen, um noch ein paar Items einzustreichen, und dann gehen wir nach Kranald. Weil, ja, der arme Rondhof, der soll ja auch nicht so wahnsinnig bleiben, ne? Das könnte vielleicht für das Geschäft nicht so gut sein, oder für die Armee, wenn die Armee dann auch dieses Korn fressen sollte. Ich guck mal auf die andere Seite. Wenn es rechts nicht ist, dann wird es wohl links sein. Ich kann nämlich kombinieren. Wenn ich sonst schon nicht viel kann, dann kann ich wenigstens kombinieren. Dort oben liegen noch Bettrollen. Bettrollen? Ach, da. Sehr gut. Wie kommt man da eigentlich in das Wasser? Ich weiß, das habe ich schon mal gefragt. Aber jetzt ist es auch ernst. Wie kommt man da in das Wasser rein? Vielleicht sammelt man zuerst ein paar Leichen von freien Männern auf. Nun sterbt ihr. Ja, später vielleicht. Double Kill. Freier Mann Armband. Ja, es war jetzt leider ein bisschen schade, dass ich die Quest mit den Armbändern so spät angenommen habe. Also spät in Anführungszeichen. Wir haben noch genug Chancen, die Armbänder einzusammeln, aber wir hätten schon ein paar kriegen können. Und jetzt nehme ich erstmal hier den Wissensstein, den letzten aus der Heide. Wir blicken von unserem hohen Hügel herab, spüren die letzte warme Berührung der Sonne am Rücken und fragen uns, ist dies das Ende unseres endlosen Tages? Welche Hoffnung können wir in den Wandel der Zyklen setzen, wenn der Winter kommt und nicht wieder geht? Wir bewundern unseren vielleicht letzten Sonnenuntergang, frierend und sterbend. Wie jetzt? Wir können Grabstein bannen. Goldmünzen und Schell. Mhm. Was ist da auferstanden? Ach, eine Banshee. Mit ihren Rüsten, die sehen voll ekelhaft aus. Ey, guckt euch das. Bäh! Ist das ekelhaft? Sind die widerlich? Bäh. Dann nehme ich mir lieber das Zeug hier mit. Diesen meisterhaften Heiltrank.
Na, wer ist das? Ach ja, das sind die Rondleute. Nur noch einmal hier hinten das Zeug mitnehmen und dann können wir auch schon nach Kranald. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir können Kranald noch ankratzen. Wir können hier mal gucken, was der Tote hier macht. Eine Flammenklinge. Die ist nicht ganz so gut, wie ich sehe. Mit diesem Geschenk belohnte ein Adliger seinen Barden für dessen schamlose Lügen über die Tugend und das gute Aussehen des Adligen. Ah, ist ja toll. Irgendwie schön. Finde ich gut. So, Kavaliersrüstung. Obwohl es eigentlich eine Raffinessrüstung ist. Warum ist das eine Kavaliersrüstung? Ich finde eigentlich, Schurken sind nicht so wirklich Kavaliere. Na gut, können sie sein, aber eigentlich ja, nee. Warum laufe ich eigentlich dahin? Ich kann doch den hier machen. Ist zwar die Reise über den Ladebildschirm, aber eigentlich ist die schneller, wie man sieht. Kranald. Eine weitere Feinhöhle. Und dort stehen ein paar Höhlenmurgern. Um ein Quest-Gegenstand. Aua. Bams. Wo ist er hin? Ach da. Ich dachte gerade, ich hätte ihn einfach in die Luft gefoltert und dann wäre er nicht mehr da. Zerfleischte Leiche. Jennikas Tagebuch. Das Tagebuch von Jennika, einem Zauberer, der anscheinend in Kranald gestorben ist. Verdammt! Diese Forschungen scheinen von Anfang an verflucht zu sein. Das Kranald-Artefakt ist ohne Zweifel niskarischen Ursprungs, doch die örtliche Fauna scheint es vor mir gefunden zu haben. Was noch schlimmer ist, durch das Artefakt scheint verschiedene Magien in den Fluss geraten zu sein. Auch der Bauernhof in der Nähe ist betroffen. Soweit ich es verstanden habe, benötigt die Vorrichtung ein Gemmengitter, einen Gürtel der Fluidität und ein Mana-Pendel, ehe ich die Konfiguration der Magie verändern kann, die sie in den Fluss gießt und das Artefakt hoffentlich einfach vollständig deaktivieren kann. Die nötigen Teile befinden sich noch immer in Kranald, da diese Bestien sich selten an die Luft wagen. Ich muss sie lediglich finden. Wenn es erst repariert ist, muss ich natürlich noch die richtige Magiekonfiguration finden. Sanguinisch für den Optimismus, phlegmatisch für die Zurückhaltung und melancholisch für den Pessimismus. Eine falsche Konfiguration würde gewiss interessante Ergebnisse nach sich ziehen, aber auch potenziell desaströse. Muss ich das mitnehmen? Reicht es nicht zu lesen? Gut, nehme ich mit. Da ist... Okay, das ist so eine Falle. Und was ist das? Das ist also das seltsame Artefakt. Dieses Artefakt sieht aus, als wäre es erst kürzlich benutzt worden. Es scheint jedoch defekt zu sein. Kranald, wie groß ist das? Mehr oder weniger. Den Höhlenmurgern, da lösche ich noch schnell aus. Damit ich weiß, wo es dann in der nächsten Folge weitergeht. Ich nehme die wahrscheinlich eh gleich am Anschluss auf. Aber trotzdem, den kann ich hier nicht mit ansehen. Aua, aua. So, das waren die Murgan. Da hinten ist noch eine Schatztruhe, eine Feintruhe, ein Feinlager. Mit ganz feinen Sachen. Hey, der Witz ist so alt. So, der Murgan hat noch was für uns. Ein meisterliches Großschwert des Blutbades. Der Murgan hat auch noch etwas für uns. 604 Gold. Und mit diesen tollen Sachen von den Murgan verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Tschüss, Freunde.